wir als Studio sind überhaupt nicht nostalgisch. Mhm. Also alle unsere Arbeiten, jede einzelne, ist digital beeinflusst. Mhm. Auch die, die komplett handgemacht ausschauen. Jetzt die Liste, die ich ausgesucht habe fürs MAG, ist deshalb 100% analog, weil ich denke, dass in einem Museum geht es um Objekte. Ich mag keine digitalen Schirme im Museum und schon gar nicht didaktische. Ich habe noch keine gesehen, die mir gefallen haben oder die mich angemacht haben. Ich glaube, dass ein Museum, der Grund, wieso ich ins Museum gehe, ist, Originaldinge anzuschauen und die Möglichkeit zu haben, diese zu besprechen mit den Personen, mit denen ich gehe. Und da glaube ich, wenn eine digitale Sache, die jetzt nur am Schirm zu sehen ist, die schaue ich mal lieber zu Hause an. Die muss ich nicht im Museum sehen. Und darum nicht, weil ich nicht, also ich glaube natürlich, dass digitale Sachen unglaublich wichtig sind und ich verbringe viel meiner Zeit lieber mit verschiedenen Webseiten oder verschiedenen digitalen Installationen wie im Jaguar E. Nur für das brauche ich das MAG nicht. Da schaue ich mal viel lieber bei mir im Apartment an, wo ich einen Kaffee dazu trinken kann und wo ich mal meine eigene Zeit damit verbringe. Ja, und dann gibt es auch noch etwas, glaube ich, das man gar nicht so dominieren kann im Kopf. Ich habe auch etwas lieber, das ich so auch angreifen könnte, das nicht verschwindet. Natürlich ist das Digitale überhaupt ein Bestandteil unseres Lebens, auch meines geworden. Und außerdem finde ich ja, es gibt sozusagen auch beim Digitalen die analoge Seite, weil ich sage auch, ich fotografiere durchaus digital. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich fotografiere nur analog. Das wäre eine Stellung beziehen, die ich gar nicht beziehen will. Ja. Also ich habe mir vor kurzem ein Steinbeil gekauft. Also dieses Steinbeil. Das ist also so ein Handbeil, heißt es, glaube ich, im Deutschen. Ja. Das ist so eine tropfenförmig gehauter Stein, der aus der Steinzeit kommt. Ja. Warum heißt die so? Ich wusste gar nicht, dass man das noch kaufen kann. Die wurden so massenweise gefunden. Die gibt's. $250 auf eBay. Ja, absolut. Oh, okay. Ist 250.000 Jahre alt. Und die Menschheit hat diese Dinger gemacht, die haben angefangen vor Millionen Jahren bis zu ungefähr 40.000, bis vor 40.000 Jahren. Und die gab es überall in Afrika, in Europa, in den Amerikas. Und alle sind total schön symmetrisch. Aber es gibt von der Funktionalität her überhaupt keinen Grund, dass die symmetrisch sind. Du kannst den Bison und den Mammut genauso gut scannen, wenn das Ding nicht hundertprozentig symmetrisch ist. Also das ist der Grund, wieso die symmetrisch sind Schönheit, der Trieb nach Schönheit. Und da hatten wir konnten uns nicht unterhalten. Sprache ist erst 40.000 Jahre alt. Wir waren noch nicht einmal Menschen. Also das war noch bevor Homo sapiens. Wir waren noch nicht also richtige Menschen. Also du führst den Trieb zur Schönheit ganz, ja. als Grundbedürfnis. So sind wir. Ja. Und von dem können wir direkt auf den Jaguar E springen, den ich dem Museum ans Herz gelegt habe. Da geht es um das Gleiche. Ja. Also von allen Autos fand ich das am Schluss das Schönste. Sicher ich nicht auch. Das ist eins der ganz wenigen, die ich mir wirklich eingeprägt habe und sofort auf Anhieb, sofort war das in meinem Kopf mit Namen und allem, weil das einfach das eindrucksvollste Auto war, an das ich mich erinnere. Ich meine, da gibt es viele Limousinen und auch Sportautos, aber keines von so einer Schönheit und Ausgereiftheit und die Form, also auch abenteuerliche, großartige Formen. Und diese Mixtur von, auf der einen Seite schaut es aus wie ein Logo eines Sportautos, weil so hat ein Sportauto auszusehen. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem sehr feminin und es ist
Kurvig und es hat Vibe, es ist weiblich und es ist nicht aggressiv für einen Sportler. Ich bin sogar gefahren ein paar Mal in dem Auto von Oberösterreich nach Salzburg. Im Regen ist er nicht so gut. Also ich habe mir überlegt, warum du den Koran dazu also nicht aus religiösen Gründen. Nein, das dachte ich auch gar nicht. Sondern ich habe mir gedacht, das ist eigentlich so eine gegenüberliegende Seite, eine ganz andere Seite, die aber fast ähnlich gestaltet ist wie diese Poster, also angefüllt mit Symbolen und Dingen und gestaltet. Also für mich war das sozusagen wie die andere Seite deiner Arbeit in irgendeiner Form. Vielleicht bin ich da eine gegenüberliegende Seite, gar nicht die andere Seite, sondern weil, was ich jetzt gesehen habe, interessierst du dich ja sehr dafür, für diese Schriften auch und für diese, oder? Du, da gibt es also eine wunderbare Kombination von dem, der die Kalligrafie gemacht hat, die improvisiert, die freihand, die einen wahnsinnig viel Schwung und eigentlich emotional ist. Ja. Und dann mit dem, der die Musterrundung malt, der ja ganz penibel und ganz mit feinsten Einhaarpinseln ausgeführt, so das Gegenstück macht. Ja. Und dann im Prinzip ähnlich wie bei den Postern beinhaltet das natürlich auch die Frage, ist die Endform, dann hat die Qualität, die hohe Qualität der Endform, was damit zu tun, dass die Leute, die das ausgeführt haben, auch wirklich an das geglaubt haben, was sie gemacht haben, weil das waren natürlich Gläubige, die diese Korane gemalt haben. Da gibt es auch Spannung, und das haben wir auch immer schon gefragt bei den Gospelsängern in den USA, sind die dann wirklich auch so inbrünstig, weil sie so sehr an die Sache glauben? Oder wie, inwiefern beeinflusst die Nähe an dem, was man macht, und den Glauben an das, die Qualität des Outcomes. Ich nehme an, dass das schon was zu tun hat. Doch, ich glaube auch. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die Nähe dann zum Beispiel bei diesem Blatt des Korans, dann unbedingt der Glaube sein muss. Wahrscheinlich schon. Also zumindest auch zu einem großen Teil, aber es kann auch einfach die Liebe zur Schönheit, zur Schönheit, zur Perfektion, die sich ja dann sehr gut mit dem Glauben vereinbaren lässt. Also ich sehe das dann auch immer weiter und sehe auch gar nicht unbedingt einen Widerspruch dagegen. Auch wenn man ungläubig wäre, könnte man ein perfektionistisches, wunderschönes Ornament malen, obwohl die Geduld, die sich erschöpfende Geduld wahrscheinlich besser aufgehoben ist in religiösen Gefilden vielleicht. Ich nehme auch an, dass so ein Ding zu machen, so einen Koran zu gestalten, der ja Jahre gedauert hat, dass da in dem an sich auch eine unglaubliche Zufriedenheit steckt, so Jahre seines Lebens in so ein Ding, das am Schluss so tragbar ist. Also in einem ganz, 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 ganz kleinen, minimalen Art war das auch ein Aspekt, der uns früher bei den CD-Covers angemacht hat, weil da konnte man Monate reinstecken in etwas, was am Schluss so tragbar war, so klein war und so den man dann auch irgendwie die Arbeit gar nicht angesehen hatte oder so. Das war so ein winziges Ding im Prinzip oder als Vergleich. Aber das ist, weil du mir da gesagt hast, so diese Zufriedenheit an der Ausführung so einer schönen Arbeit, also das sehe ich ja dann auch als wirklich eine soziale Zufriedenheit an. Ja? Eine Zufriedenheit mit dem Stand, den man hat und mit der Möglichkeit, die man in der Gesellschaft, in der man lebt, hat, zu der man ja auch beiträgt, auf einem gewissen, in einem gewissen Teil, in einem gewissen Niveau. Und indem man in diesem Milieu, indem man dann auch mit einer gewissen Zufriedenheit seine Möglichkeiten und seine Talente entfalten kann, Tag für Tag,
ohne spezielle Sorge um das tägliche Leben. Also ich glaube, da gibt es so viele Dinge, die da verbunden sind. Vielleicht ist das so eine Art Beamtentum. Das hat es ja auch in den Klöstern gegeben, wo eben die Mönche ihr Leben geführt haben. Manche haben Gartenarbeit gemacht und manche haben eben diese künstlerischen Arbeiten, Bücher abgeschrieben und so. Ich glaube, das ist sicher so. Es gibt auch große Untersuchungen von einem russischen Psychologen, Mikhail Csikszentmihalyi, der über Flow schreibt. Und der sagt, so, das ist im Prinzip so ein Teil des Glücks, die sich einstellt, wenn man an den Grenzen seiner eigenen Möglichkeiten sich in der Arbeit verlieren kann. Ja. Großartig. Und, das ist einer der privilegiertesten Zustände. Ja. Ich selber habe mich da komplett geändert. Ich war ja früher also als Student total, da ging es nur zum einen um die Idee und zum zweiten um die Funktionalität. Und alles wurde nach dem irgendwie also von mir kategorisiert und auch meine eigene Arbeit so beurteilt. Aber auch die aller anderen. Und jetzt sehe ich es komplett anders. Jetzt sehe ich die Schönheit total wichtig. Ja. Also und zwar nicht so, ach, es funktioniert, man kann noch ein bisschen schön sein, sondern ich sehe die Schönheit als absolutes menschliches, inneres Bedürfnis. Zentralwichtigkeit. Ja, Bedürfnis. Ja, Bedürfnis. Und dieses dumme Funktionalitätsdenken hat uns ja in einen, der Auswuchs sieht man ja auf der ganzen Welt. Die grauslichen amerikanischen Strip-Malls, die schrecklichen kommunistischen Wohnsiedlungsanlagen und alles, was dazwischen liegt, ist ja der Graus der Menschheit. Ja. Der natürlich direkt aus dem Bauhaus kommt, aber wir können jetzt nicht unbedingt das Bauhaus dafür verantwortlich machen. Es ist ja die nächste Generation und die übernächste. Ja. Aber diese Idee, dass es nur um Funktionalität geht und nicht um Schönheit, ist eine zutiefst unmenschliche und am Schluss endlich eine absolut stupide Dummheit. Ja. Also ich glaube, dass ein Designmuseum grundsätzlich für die Leute sein muss. Als absolute Definition. Ein Designmuseum kann nicht für Fachleute sein. Ein Designmuseum, das Designer anspricht, ist ein beschissenes Museum. Das ist ein langweiliges Museum. Es kann, weil das Design aus Definition, was mit dem Leben der Leute zu tun hat, muss das Museum etwas mit dem Leben, ein Design automatisch mit dem Museum zu tun haben. Und also das muss ganz nah am Publikum sein und das ist schwierig, weil natürlich von den Fachleuten gibt es immer das Bestreben, den anderen Fachleuten zu imponieren, weil das sind ihre Freunde und die wollen natürlich dann sagen, ich bin super dort, schau, was ich da für eine spezielle Sache gemacht habe. Das ist wurscht. Ja. Das ist eigennützig, blöd und auch irgendwie armselig, seine Freunde beeindrucken zu müssen. Mhm. Es muss an das Hauptpublikum gehen. Mhm. Ich kann mich da erinnern, wo wir in der, während, wo ich noch angewandt, also gleich gegenüber studiert habe, haben wir die Plakate für Schauspielhaus gemacht. Und die Regisseure, mit denen wir dort häufig zu tun haben, denen war das Publikum so wurscht wie nur irgendwas, da ging es nur darum, die befreundeten Regisseure zu beeindrucken. Und ich habe mal damals als 19-Jährige gedacht, das ist super, das sind die richtigen Künstler, denen ist das Publikum wurscht, da geht es wirklich um die wahre Kunst. Wo ich nachher nach New York gegangen bin, einer der ersten Artikel, die ich gelesen habe, einer ganz am Anfang war in der New York Times ein großes Interview über den Martin Scorsese im Schneideraum mit seiner langjährigen Editorin. Und da ging es nur ums Publikum. Nur. Da war nicht eine einzige Frage war, ist das eine neue Art zu schneiden? Hat das nicht der Lubitsch schon gemacht? Oder da ging es nur, verstehen Sie das? Können wir das schon bringen? Wird das angenommen werden? Können wir da weitergehen? Und drum ist der Martin Scorsese und der komische Wiener Regisseur vom Schauspielhaus ist halt immer noch der komische Regisseur vom Schauspielhaus.